Hallo liebe Gamer, willkommen zur dieswöchigen Test-Server-Session. Dieses Mal, wie auch schon das Mal zuvor, gibt es sehr viel zu berichten. Da wäre zum einen wieder das neue Interface, also diese, ich nenne es mal Kampfmaske, das was ihr während des Kampfes angezeigt bekommt. Da gab es ja das letzte Mal einige Probleme. Ich hatte euch ja davon berichtet, dass man den Ability-Button und den Menu-Button zigmal drücken musste, bis da überhaupt ein Effekt kam. Ich denke, das wurde geändert seitens Pixonic. Zudem wurde wohl auch am Design ein bisschen gefeilt. Mal schauen, wie das aussieht. Das ist das eine. Dann sollte auch der neue schwere Roboter-Typ verfügbar sein diese Woche. Ich hatte ihn euch ja letzte Woche gezeigt. Dieses Mal klappt das leider nicht, denn entgegen den Ansagen von Pixonic ist der Prototyp nicht im Laden verfügbar. Ich konnte ihn also nicht auswählen. Ich kann ihn euch nicht nochmal zeigen. Müsst ihr leider das Video von letzter Woche anschauen, wenn ihr daran interessiert seid. Oder von der Woche davor, ich weiß nicht ganz genau, schaut einfach nach. Dann gibt es drei neue mittlere Waffenprototypen. Ihr seht sie hier auf den Docks, sehen wie immer nach der Zeus aus. Die Zeus, habe ich euch ja schon erzählt, ist der beliebteste Platzhalter scheinbar für Pixonic, für neue Waffenprototypen. Ja, was kann diese Waffe? Das ist diese Waffe, die mehr als ein Ziel auf einmal treffen kann. Nur diesmal nicht in einer einzelnen Variante, sondern in drei verschiedenen Varianten. Was unterscheidet die Varianten? Die erste Variante kann nicht aufgeladen werden. Die schießt also einmalig alle 5 Sekunden 4650 Schadenspunkte an jedes Ziel, das erste auf 600 Meter und alle 300 Meter darum stehenden werden ebenfalls getroffen. Alle bekommen 4650 Schadenspunkte. Nachladezeit, wie gesagt, 5 Sekunden. Das ist die Variante 1. Die Variante 2 hat Aufladefunktion. Sprich, auf Level 8 kann man 1030 bis 5051 Schadenspunkte verteilen. An das erste Ziel auf 600 Meter und auf 450 Meter an die außen rumstehenden. Allerdings werden diese Schadenspunkte mit jedem Treffer um 20% reduziert. Sprich, ich schieße auf den ersten, dann komme ich bei voller Aufladung 5150 Trefferpunkte gut geschrieben, beziehungsweise der Gegner 5150 Schadenspunkte auf seine Life Points oder von seinen Life Points abgezogen. Der nächste, da wären das dann schon 20% weniger, sprich ungefähr 4000 ein paar Zerklemmte, die dann noch bekäme. Das ist die Variante 2. Wie gesagt, Aufladezeit 1 bis 5 Sekunden. Dafür keine Nachladezeit in dem Sinne. Dann die Variante 3. Hier können wir auch aufladen, auch wieder 1 bis 5 Sekunden. Auf Level 8 sind das 4000 bis 2000 Schadenspunkte, die ausgeteilt werden können. Klingt erstmal wenig. Dafür wird nicht wie bei der Variante 2. Nimmt die Schadenszahlen nicht ab, sondern bleibt gleich. Und das Ganze kann man auf 600 Meter beim ersten Ziel und 300 Meter auf die Folgeziele anwenden. Was bei der Variante 3 noch zu sagen ist, das gleiche Ziel kann mit dieser Variante mehr als einmal getroffen werden, was auch immer das heißen mag. Ob der Schuss reflektiert wird und zurückkehrt oder ob sich das einfach nur auf die Tatsache bezieht, dass ich sowieso auf das gleiche Ziel mehrmals feuern kann, ich weiß es nicht, das sehen wir dann im Kampf. Das sind auf jeden Fall diese drei Versionen der neuen mittelschweren Waffe. Die Varianten seht ihr hier auf den Docks von links nach rechts, 1, 2 und 3. Mal schauen, wie sich das im Spiel bewährt, beziehungsweise ob die Unterschiede sichtbar sind und ob es da einen Favoriten meinerseits gibt, wird sich dann zeigen. Dann ist der schwere Waffenprototyp wieder zurück, der Flammenwerfer. Ich habe ihn hier gleich zweimal auf zwei Carnages gepackt. Er kann nach wie vor dasselbe wie zuvor auch. Er kann physische Schilder und auch Energieschilder durchdringen. Und das Ganze auf 500 Meter. Schussdauer bzw. die brennbare Flüssigkeit reicht für 10 Sekunden. Und dann muss 5 Sekunden lang nachgeladen werden. Auf Level 8 hat der Flammenwerfer 5850 Schadenspunkte pro Sekunde. Das zu den Waffen und last but not least
Es gibt eine neue, wiederum eine neue, muss man sagen, Karte, die man spielen kann, zumindest in einem sehr frühen Stadium kann man die zumindest spielen. Ich hoffe, dass wir gleich drauf spielen werden. Aber bevor wir zum Kampf gehen, noch eine Kleinigkeit. Es gibt wohl drei neue Skins, also Paintjobs, zu Deutsch Lackierungen, für verschiedene Roboter. Das ist einmal der Patton. Dann haben wir die sogenannte Sci-Fi-Lackierung. Ja, sieht ein bisschen lahm aus, finde ich. Und dieser Flügel, keine Ahnung, sieht aus wie das Zeichen von der Hermes-Paket, auf dem Hermes-Paketdienst. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Ja, da gibt es andere, die wesentlich besser aussehen. Der Vampir persönlich gefällt mir am besten. Dürft ihr gerne für euch entscheiden, ob euch das gefällt. Ich finde es ein bisschen lahm. Dann hat der Korsak noch eine neue Lackierung bekommen. Beziehungsweise überhaupt mal eine Lackierung bekommen, genannt Graffiti. Ja, der Korsak hat nun mal nicht besonders viel Fläche, dementsprechend fällt die Lackierung nicht besonders groß oder auffällig aus. Man sieht, das sind so ein paar, ja, Graffitis eben, ein bisschen gekrakelt, aber nichts Besonderes, nichts Auffälliges. Also das hat man sich von meiner Seite aus komplett sparen können. Und zu guter Letzt hat auch der Fujin eine weitere Lackierung bekommen. Da muss ich ein bisschen blättern, der ist ja ganz hinten. Die sieht folgendermaßen aus, nennt sich Gold und auch genau das ist sie auch, mit diesen asiatischen Wolken drauf und ansonsten einmal komplett in Gold bitte. Ja, also da gibt es ja fantasievollere, ja, wie die beiden vorangegangen, der Red und der Blue Dragon. Das Gold ist halt einfach Gold. Gut, wem es gefällt, ja, meines wäre es nicht unbedingt, aber wie gesagt, ist ja jedem selbst überlassen. So, das war's an dieser Stelle auch schon. Dann hoffe ich, dass wir direkt in den Kampf gehen können. Ihr seht hier das Auswahlfenster zwischen Kampfmodus, Herrschaft und Signalfeuersturm ist nach wie vor vorhanden. Wir könnten also auch den Beacon Rush spielen. Nur dort können wir die neue Karte definitiv nicht finden. Dementsprechend muss ich zum alten Modus zurück und hoffe, dass wir gleich auf der Karte kämpfen. Und da sind wir. Wir spielen tatsächlich auf der neuen Karte. Dann nehme ich mal gleich die Version 1. Also die Version, die nicht nachgeladen werden muss. Ja, man sieht schon die Karte. Das ist so eine Art Sandgrube mit einem, ich würde mal sagen, sieht aus wie ein umgefallenes Gebäude in der Mitte. Ja, mit diversen Durchgängen, einer großen schrägen Plattform oder Ebene an der Seite. Das war wohl mal die Hauswand. Ja, die Leuchtfeuer liegen, würde sagen, vier davon außerhalb, eine in der Mitte. Ist dementsprechend eine umgekehrte Sniper-Arena. Normalerweise ist es ja so, dass die. Na gut, Schaden teilt die Waffe eigentlich ganz gut aus. Okay, ja, da sieht man, das User Interface hat ein neues Problem. Ab und an. Obwohl die Waffe aufgeladen ist, kann man nicht mit ihr schießen. Gut. Ja, und groß über Hindernisse kommt die Waffe auch nicht. Naja. Ich kenne die Waffe ja schon aus früheren Test-Server-Sessions. Sie überzeugt mich nach wie vor nicht, auch wenn natürlich ja, diese Funktion mit dem mehr als einen Gegner treffen mit Sicherheit ganz reizvoll ist für die leider viel zu häufig auftretenden Sniper inzwischen. Aber für mich sehe ich da keinen großen Benefit drin. Zumal die Gegner ja aufgrund der Tatsache, dass Raketen so einen großen Splash haben und man auch mit Raketen mehrere als ein Ziel auf einmal treffen kann, sowieso versuchen nicht zu dicht beisammen zu stehen, weil sonst kann ja ein Gegner eine ganze Gruppe mit seinen Raketen ausschalten. Insofern werden die versuchen, nicht allzu sehr beisammen zu stehen. Ja, hier hinten stehen es mehrere beieinander. Mal schauen, ob ich einen davon erwische. Ja, und, ah, okay. Man hat gesehen, ich habe auf einen geschossen und der andere ist gestorben. Insofern funktioniert das wohl mit diesem Schaden an die Gegner bzw. an die umstehenden Spieler verteilen. Und leider kann man es immer noch nicht sehen. Das ist ja das Problem, was ich schon letztes Mal bemängelt hatte. Man sieht halt, wenn man einen
ins Visier nimmt, nur dessen Schadensleiste bzw. diesen Lebensbalken. Und sobald man einen anderen anvisiert, sieht man dessen Lebenspunkte. Also man kann nicht gleichzeitig den Lebensbalken von mehr als einem Roboter sehen. Insofern kriegt man nie mit, hat man nun getroffen, einen zweiten, oder hat man eben nur den einen getroffen, auf den man geschossen hat. Das ist für mich nach wie vor das größte Manko an dieser Geschichte. So, jetzt sind wir hier bei der zweiten Variante, die aufgeladen werden muss und Schaden an die Umstehenden verteilt, allerdings mit 20%igem Abzug. Ja, die beiden verstecken sich jetzt gerade in diesem Konstrukt. Ja, auch da hat es wieder funktioniert. Ich habe auf den einen geschossen und der andere, der ziemlich stark angeknackst war, ist ebenfalls gestorben. Also funktional ist das wohl das System. Nur wie gesagt, ob das sehr sinnig ist, ja, man sieht auch hier wieder ein kleines. Ach nee, okay. Das ist meine Schuld, ich bin außer Reichweite gegangen. Entschuldigung, ich hätte jetzt fast wieder die neue Eingabemaske beschuldigt, nicht zu funktionieren. War aber meine Schuld. Ja, wie gesagt, wenn der Gegner alleine steht, ist die Waffe ja meines Erachtens massiv ineffektiv, weil der Schaden wirklich nicht allzu hoch ist. Das lohnt sich also wirklich nur, wenn mehrere beisammen stehen. Allerdings ist das wenigstens ein fairer Kompromiss, muss man sagen. Wenn natürlich die Waffe noch extrem starke Leistung hätte, zusätzlich zu dieser, ja, nennen wir es mal Flächenschaden oder diesem multiplen Schaden an mehreren Gegnern, wäre das natürlich schon massiv overpowered, wie das so schön heißt. So ist natürlich gewährleistet, dass die Waffe nicht gleich das ganze gegnerische Team niederstreckt. Okay, der ist natürlich jetzt sehr nah rangekommen. Da werde ich dann mal den Flammenwerfer bemühen, natürlich, aber der ist halt nur für den Nahkampf einfach besser als diese Waffe, weil ich muss den zügig ausschalten. Und hoffen, dass ich noch kaputt gehe, weil es gerade ein zweiter durchgebrochen auf unserer Seite, ja. Auch eine ganz fiese Variante eigentlich. Ein Lancelot mit Metallrand und dem Flammenwerfer ist deswegen so fies, hätte er eine Thunder oben drauf. Die Thunder bleibt natürlich in den Füßen schön hängen. Wohingegen. Oh, das Spiel ist rum. Wir haben zu viel Leuchtfall verloren. Ja, wie gesagt, schöne Variante, da der Flammenwerfer natürlich auch physisch Schilder durchdringt, was die Thunder nicht kann. Das ist natürlich eine ziemlich fiese Nummer. Schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Ja, ich war immerhin Squad Leader. Okay, ich sehe auch, wo das Problem lag. Mindestens einer, vielleicht sogar zwei sind eingefroren. Zumindest sieht es nach den Zahlen so aus. Ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites Spiel machen sollte, um euch die letzte Version der neuen mittelschweren Waffe zu zeigen. Ich denke, da gibt es nicht viel anderes zu sehen, außer dass die noch weniger Schaden erzeugt als die Variante 2. Und wie gesagt, was das mit dem mehrfach ein Ziel beschießen zu bedeuten hat, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann ja ohnehin mehrmals das gleiche Ziel anvisieren und auch aufschießen. Ja, und ob dann der Schaden zu ihm zurückkehrt. Ah, das könnte natürlich die Variante sein, die meinen. Sprich, dass wenn zwei beieinander stehen, dass ich auf den ersten schieße, der Schuss quasi auf den zweiten wandert und wieder zurück zum Erstziel. Das könnte natürlich diese Variante sein. Frage, wie lange macht der Schuss das, dieses Springen? Aber wie gesagt, auch das kann man quasi gar nicht beantworten, denn man sieht ja nicht, wie viel Schaden der zweite bekommt, ja. Und geschweige denn, okay, beim ersten könnte man es dann wieder sehen, ob er noch einen weiteren Schaden bekommt, aber alles ein bisschen unausgereift nach wie vor, auch wenn es jetzt mehrere Varianten gibt und diese Variante 1 zumindest einigermaßen funktioniert. Man hat es ja gesehen, es geht. Es ist doch ziemlich, ja, Banane, also meiner Meinung nach. Ja, der Flammenwerfer nach wie vor sehr tauglich zum Kampf. Habt ihr gesehen, ob Rhino, ob Lancelot lassen sich relativ gut damit bearbeiten. Die neue Karte, ja, ist nicht so meins. Es ist zwar schön, dass mal ein bisschen mehr so, ja, nennen wir es mal Häuserkampf stattfindet. Allerdings sind die Beacons oder die Leuchttürme halt außerhalb gelagert, zumindest 4 Stück davon, wie wir gesehen haben. Und dementsprechend, ja, ist man wieder Opfer der Sniper. Da stellt sich irgendeiner irgendwo an den Rand des Spiels oder des Spielfelds und wartet einfach darauf, dass irgendjemand zum Leuchtfeuer läuft. Das ist dasselbe wie in Yamantau, das ist dasselbe wie im Valley.
Ja, ich brauche keine Sniper-Karten, ganz ehrlich, wir haben genug davon und man kann sich auf vielen Karten schon gar nicht mehr bewegen, ohne von irgendeinem, ja, inzwischen ist es ja der Trap-Butch, von dem man ständig beschossen wird. Meins ist es nicht. Aber wenigstens wird in der Richtung was gemacht, man versucht so ein bisschen Häuserkampf reinzubringen, also mal auch größere Gegenstände, größere Hindernisse reinzubauen. Sieht ganz schick aus, aber wie gesagt, die Flyflächen außenrum sind einfach noch viel zu groß. Habt ihr auch gesehen, ich konnte ja auch die Waffe ohne Probleme gegen die Ziele einsetzen. Ja, ansonsten, das User Interface, wie gesagt, funktioniert an manchen Stellen nicht ganz. Einfach deswegen, weil der Schuss nachgeladen sein sollte, es aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Also auch da gibt es wieder ein kleines Problem. Dafür funktioniert jetzt der Ability-Button wesentlich besser. Auch da muss Pixelink wohl noch ein bisschen dran arbeiten, um diese kleinen, ja, Bugs rauszubekommen. Ja, das war es dann eigentlich auch von meiner Seite für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch darüber informieren, was auf dem Testserver so abläuft. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über euch als Abonnenten freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.